Moin, ihr Bastelwütigen, und herzlich willkommen zum Start meiner Reihe Envelope Punch Board vielseitiger als man denkt. Innerhalb dieser Reihe werde ich euch eigene Projekte vorstellen, die man noch mit dem Envelope Punch Board machen kann, außer Briefumschläge. Und ich werde euch aber auch ganz viele Projekte von anderen YouTubern vorstellen, die ich einfach toll finde und euch näher bringen möchte. Ja, und zum Start dieser Reihe fangen wir auch mit eben solch einem Video an, das ich bei einer englischsprachigen YouTuberin entdeckt habe. Das Originalvideo verlinke ich euch unten in die Infobox. Ja, und da es dazu kam, noch kein deutsches Tutorial gibt, jedenfalls habe ich keins gefunden, habe ich gedacht, ich übernehme das mal und mache das für euch. Und zwar ja nicht ganz uneigennützig, denn ich brauche eine kleine Geschenkverpackung für Nikolaus, da ich noch eine Verpackung brauche für das Geschenk für meinen Vater. Der kriegt nämlich diesen kleinen süßen Ankeranhänger für eine Kette. Und da wollte ich eine kleine Geschenkverpackung für basteln. Und beim Suchen nach was Passendem habe ich diese kleine Box entdeckt. Nicht erschrecken, das ist nur ein Prototyp, der ist noch nicht fertig designt. Also so wird es nachher nicht aussehen. Aber das Grundprinzip möchte ich euch einmal zeigen. Und zwar machen wir einmal eine Banderole, die das Ganze zusammenhält. Und dann wird das einmal so eine Klappbox. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht natürlich das Envelope Punch Board. Und dann braucht ihr Cardstock in einer beliebigen Farbe, was euch gefällt, was dem zu Beschenkenden gefällt. Und zwar in der Größe 5x5 Inch. Das legen wir an im Punch Board bei 1,5 Inch. Punchen. Ups, Kamera wackelt. Und falzen. Dann schieben wir weiter auf 3 1/8 Inch, punchen und falzen. Und dann, wie gewohnt, wie bei den Briefumschlägen, einmal das Ganze rundherum. Letztes Mal. So. So sollte das dann aussehen. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, noch mit dem Reverse Punch die Ecken abrunden. Ich finde, das sieht immer hübscher aus. Und da hat er einmal schlecht gerundet. Ja, besser. So, dann kann das Envelope Punch Board auch schon weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das Falzband brauche ich aber noch. So, und dann sieht das Ganze so aus. Dann nehmt ihr euch eine Schere und schneidet an der kurzen Seite, also da, wo die kleine Lasche ist, schneidet ihr einmal diese Kante ein. Und diese Kante ein. Dann dreht ihr das Ganze einmal gegenüberliegend. Hier haben wir geschnitten. Jetzt sind wir hier und schneiden da auch jeweils ein. Bis zur nächsten Falzlinie, wo die sich überkreuzen. So. Dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Dann könnt ihr, das ist optional, ihr dreht euch das so hin, dass die große Ecke zu euch zeigt. Dann könnt ihr aber nur auf einer Seite entweder die Klebelaschen wegschneiden oder ihr schrägt sie ab. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich in der Kamera bleibe. Ups, da ist es mir weggeflogen. Und zwar schrägt ihr euch das einfach so ein bisschen an. Und das macht ihr hier auf beiden Seiten. Ich drehe mir das immer um. Ich kann das von der Seite irgendwie besser schneiden als von links. So. Und dann sehen die beiden Laschen so aus. Das werden nachher eure Verbindungsstücke, sag ich mal, sodass die Klappe nachher in der Box eine Verbindung hat, dass sie nicht sofort aufgeht, sag ich mal. So. Dann jetzt nicht erschrecken, ich habe das hier schon mal vorbereitet in einer anderen Farbe, weil das ist nicht die Farbe, die ich benutzen möchte.
Deswegen wechsle ich einmal fliegend. So, das ist meine Farbe. Das ist einmal so ein Beige-Ton, den ich gewählt habe für meine Box. Und jetzt bringen wir Klebestreifen auf. Beziehungsweise wir falzen erstmal die Linien alle nach. Dann drehen wir uns das einmal so um. Das bitte vergessen hier. Das wird nachher überklebt mit Designpapier. Da hatte ich eine andere Idee. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Dann bringen wir uns einmal an den Klebelaschen, die wir nicht beschnitten haben. Da bringen wir uns einmal jeweils einen Klebestreifen auf. Dann drehen wir das Ganze wieder rum. Und an der großen Lasche, die an diesen an den anderen Klebelaschen mit dran ist, da kleben wir uns auch einmal einen großen Streifen doppelseitiges Klebeband hin. So, dann können wir auch schon anfangen, die Box zusammenzusetzen. Jetzt machen wir einmal die Schutzfolie ab. Und dann kleben wir das einmal bündig aufeinander alles. Oh, ich hasse es, wenn die Schutzfolie nicht abgehen will beim ersten Mal. Das ist mir ein Graus. So, schön bündig aneinander kleben. Jetzt die große Lasche raus, die kleinen nach innen liegend. Dann die große Schutzfolie abziehen. Und einfach auf die beiden kleinen, am besten legt euch das so hin. Na, willst du kleben? Hallo? So. Jetzt. So sollte das Ganze dann aussehen. Und jetzt habt ihr, wie gesagt, diese kleinen Flaschen. Wenn ihr die jetzt hochschiebt, falten die sich da rein. Und das hält die Box sicher zusammen. Diese Lasche wird nachher geschlossen mit der Banderole, die wir rummachen. Für die Banderole nehmen wir uns ein Stück Cardstock in 17 x 2,5 cm. Diese wird nicht gefalzt. Diese legen wir uns per Hand einmal um die Box herum, sodass nur leichte Falzkanten entstehen. Wenn ihr die Falzkanten mit dem Falzbrett falzt, dann werden die Kanten zu scharf. Und dann kann es sein, dass dieser Schiebemechanismus nicht mehr richtig funktioniert. Also legen wir uns das einmal drum und knicken uns das dann so passend zurecht. Also knicken wir uns das an allen markierten Linien, die durchs Umlegen entstanden sind. Knicken wir uns das einmal alles um. Und dann legt sich das da sehr schön rum. Na, Profi-Effekt. Hallo. Jetzt. So, die beiden Laschen hier oben werden dann noch zusammengeklebt. Das zeige ich euch jetzt aber mit der richtigen Banderole in der richtigen Farbe dazu. Die habe ich nämlich schon vorbereitet, denn ich habe vor, mein Päckchen noch mit Designpapier zu veredeln, sage ich mal. Und das habe ich hier nämlich schon gemacht. Für die Banderole habe ich ein Stück zurechtgeschnitten mit dem Maßen 16,6 x 2,1. Die Ränder vom Designpapier habe ich noch distressed mit dem Distress Inkissen in Walnut Stain. So, wie gesagt, dafür einmal 16 x 6 x 2,1. Alle Maße schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox, falls ihr irgendwas nicht mitkriegt oder ich irgendwas vergessen sollte. Dann braucht ihr für das Designpapier ein Stück für den Boden. Da habe ich die Maße 5 x 3,8 cm genommen. Dann braucht ihr zwei Stücke für die lange Seite in 5 x 2,5 cm. Dann für die kurze Seite zwei Stücke in 3,8 x 2,5 cm. Und dann habe ich für die Ecken, ich bin auch toll, ich habe das jetzt schon zusammengeklebt, ich will das doch noch bekleben, verdammt. Also bitte, wenn ihr die Dreiecke auch bekleben wollt, so wie ich, dann macht das bitte, bevor ihr die Box zusammensetzt und bevor ich sie jetzt hier ganz auseinanderreiße. Mist. Und zwar habe ich dafür eine kleine Vorlage euch vorbereitet, damit ihr wisst, wie ich das mir aufgezeichnet habe. Das habe ich per Hand gemacht, weil das ein bisschen frickelig war. Und zwar solltet ihr euch ein Dreieck aufzeichnen, das so aussieht.
für die große Lasche eine Grundlinie von 4,8 cm. Dann macht ihr eine Höhe von 1,2 cm beidseitig. Dann nehmt ihr euch die Mitte von dem 4,8 cm Stück und setzt da mittig eine Linie von 3,8 cm. Und dann verbindet ihr diese Linien zu einem Dreieck. Und das schneidet ihr euch zweimal aus. Und dann rund könnt ihr, wenn ihr möchtet, die Ecken noch per Hand oder mit dem Eckstanzer oder wie auch immer euch noch abrunden. So, und für die kleinen Dreiecke ist das einmal das Maß 3,6 lang, 1,2 hoch und einmal mittig 2,7. Und da auch das gleiche Prinzip. Ihr verbündet die Linien und rundet nach Belieben die Ecken ab. So, und dann können wir auch anfangen, die Box zu bekleben. Ich habe das hier alles schon mal vorbereitet, damit das ein bisschen flotter geht. Und ihr euch nicht noch die ganzen Klebekram angucken müsst, wie ich das hier alles so aufeinander patsche. Na, ich hasse es, wenn diese Folie nicht abgehen will. So. Na. Wie gut, dass der Kleber nicht so bombig hält, den ich jetzt genommen habe. So dass ich das noch nachträglich schnell machen kann. Wie gesagt, wenn ihr die Innenlaschen auch bekleben wollt, dann macht das am besten, bevor ihr es zusammenklebt und nicht so wie die olle Tante euch das hier zeigt. Das ist nämlich äußerst dämlich gewesen von mir. So, dann macht ihr das nach Augenmaß. So, ich das so ein bisschen mittig ausrichte. Wie gesagt, bei den Innenlaschen muss es jetzt nicht 100% perfekt sitzen. Ich habe nur gedacht, wenn ich die Außenkanten schon beklebt, dann muss ich auch die innenliegenden irgendwie ein bisschen aufhübschen. So, und dann kommt ein großes Dreieck. Oh, Mann, was ist denn das heute schon wieder? Es gibt so Tage, da will nichts funktionieren, ne? Schrecklich. So. Und dann einmal zusammensetzen. Das Einzige, was ich jetzt nicht beklebt habe, sind die kleinen Innenlaschen. Das könnt ihr natürlich auch noch machen, wenn ihr das möchtet. Ich habe mir jetzt nur gedacht, das wäre dann echt ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Wenn ihr das aber machen möchtet, dann macht das gerne. Dafür habe ich halt nur keine Maße ausgemessen. Das müsstet ihr dann selber machen. Aber das kriegt ihr doch locker hin. Das ist ja so schwer nicht. Zur Hilfe. Das sieht gut aus. Die Kamera wird schon wieder nicht richtig scharf stellen hier, merke ich gerade. Noch drei Stückchen, dann seid ihr erlöst von Zugucken, wie ich Designpapier aufklebe. Ich hoffe, der Kleber lässt sich jetzt schnell hier ablösen, damit das nicht allzu lange dauert. Aber das sieht von der Zeit her eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, den Boden könnt ihr bekleben, müsst ihr aber nicht. Ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich wollte eigentlich mit Stempeln unten arbeiten, aber ich fand das dann im Nachhinein doch irgendwie doof und hab dann gedacht, nö, dann beklebe ich den Boden doch und hab mir dann was zurechtgeschnitten. Wie gesagt, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Weil ich mache unten eigentlich immer so einen Signaturstempel von mir hin, dass man weiß, das ist selbst gemacht. Und gut, mein Vater weiß, dass es selbst gemacht ist. Aber würde ich sie jetzt an jemand anders verschenken, der nicht weiß, dass ich sowas selber mache, dann würde ich sie natürlich unten draufkleben. Kann man natürlich aber auch dann noch aufs Designpapier machen. Das muss man ja wissen, wie man das gestalten möchte. So. Und dann haben wir unsere kleine süße Box beklebt. Ich finde die putzig. Ich freue mich so, dass ich dieses Tutorial gefunden habe.
die echt super schön ist und auch sehr leicht zu machen. So, jetzt haben wir hier die Banderole, die ich mir da schon umgelegt habe. Dann suchen wir uns eine von diesen Seiten aus und bringen da Klebeband auf, damit wir die auch schön zusammenkleben können. Streifen. Dann legen wir uns das mittig rum und gucken, dass wir das hier mittig treffen. Perfekt. So. Und schon habt ihr eine Banderole, die die Klappe schließt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das mit der Banderole doof findet und das nicht wollt, könnt ihr die Box natürlich auch so lassen. Und hier, wenn ihr habt, den Tombow Mono Multi Liquid Glue auftragen, feucht, tragt ihr den großzügig hier auf, dann drückt ihr den einmal runter und dann klappt ihr das, die Box wieder auf und lasst es komplett trocknen. Dann ist der Tombow so ein bisschen klebrig und dann könnt ihr die Box immer wieder auf und zu machen. Also das würde auch gehen, wenn ihr das mit der Banderole nicht wollt. Ich fand das aber ganz schön, da man auf der Banderole jetzt noch schön Deko aufbringen kann. Dafür habe ich mir eine kleine 3D-Blume gebastelt mit meinem Stanz, mit meinen Motivstanzern. Die sieht so aus. Da habe ich einen kleinen süßen Christstern gemacht. Oder Christstern-Optik, sag ich mal. Weihnachtsstern, Christstern, Weihnachtsstern? Weihnachtsstern heißen die. Oder heißen die auch Christstern? Ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte ich die dann noch mit 3D. Ich habe die Pads jetzt nicht mit hergenommen. Ich dussel. Auf jeden Fall werde ich das denn hier noch so aufkleben. Und dann ist die kleine süße Box auch schon fertig. Und das war's mit meinem ersten Tutorial aus der Reihe Envelope Punchboard. Vielseitiger als man denkt. Wie gesagt, das Originalvideo findet ihr unten in der Infobox. Alle Maße werde ich euch da auch nochmal aufschreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, scheut nicht, mich anzuschreiben. Ups, da springt. Jetzt springt die Banderole auseinander. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal einen Streifen mehr Klebeband aufbringen. Oder ich hatte auch gar nicht richtig zusammengedrückt, glaube ich. So, das hält aber auf jeden Fall. Das ist jetzt das Ding, das hält ja gar nicht. Nein, das hält. Wenn man es denn auch richtig zusammenklebt.